Ja, und wie man sich jetzt auf die steigenden Beitragszahlungen vorbereiten kann. Außerdem sprechen wir genauer über Siemens, denn der Konzern hat heute einen Rekordgewinn für 2023/24 bekannt gegeben und im selben Atemzug aber auch Stellenabbau im vierstelligen Bereich angekündigt. Heute ist Donnerstag, der 14. November und ich bin Sandra Grünefeld. Wir haben definitiv Hausaufgaben zu machen.